So, hallo, wir machen weiter bei Evoland 2. Das letzte Mal haben wir den Hüter wieder erweckt. Wir haben den Schlüssel zusammengesetzt, was im Prinzip ähnlich war, weil es in der gleichen Cutscene passiert ist, aber gut. Was haben wir noch gemacht? Ich weiß es gar nicht, aber jetzt haben wir jedenfalls ganz viel Stuff vor uns. Und ja, hier fliegt jetzt die ganze Zeit so ein Hüter durch die Gegend. Ich kann das mal kurz zeigen. Der ist da jetzt. Irgendwo fliegt der hier jetzt rum die ganze Zeit. Wo ist er denn gerade? Hüter, wo bist du? Hüter. Hütchen. Hüter. Zumindest im letzten Part ist er hier rumgeflogen. Hier, gucke mal. Da ist er. Oh, da kann man... Oh, ich dachte jetzt nichts mehr. Okay. Kuro! Ich kann von hier nicht viel sehen. Wir müssen näher ran, wenn wir Ceres finden wollen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. In der Nähe dieses Hüters scheint es einige temporale Anomalien zu geben. Ein Grund mehr, ihm fernzubleiben, meint ihr nicht? Bei allem Respekt, Fräulein Velvet, ein weiterer waghalsiger Vorstoß dürfte kaum einen Unterschied machen. Tja, das sehe ich ein. Nun, die endgültige Entscheidung liegt bei Kuro. Gehen wir? Nein, 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 wir gehen noch nicht. Ein weißer Entschluss. Okay, alles klar. Das heißt, da geht's dann wahrscheinlich zum Finale oder so. Ich weiß es nicht genau. Uns fehlt noch Stuff. Ganz viel Stuff fehlt uns noch. Wir gehen jetzt erstmal in die Vergangenheit zurück. Bevor wir nämlich hier uns das neue Gebiet in der Gegenwart angucken. Was jetzt ja neu ist und so und hier jetzt auch und alles, ne? Machen wir das erstmal ganz chillig. In der Vergangenheit haben wir nämlich noch eine Sache, die ich noch erledigen möchte. Zack. Und zwar diesen Wald hier, den haben wir immer noch nicht gemacht. Gut Nakomi. HF meinte, der Wald, der Name des Waldes ist ein Hinweis. Auf das Rätsel. Aber ich verstehe den Hinweis nicht. Vor langer Zeit versteckte Fürst Nakomi in diesem Wald einen Schatz. Bislang ist es niemandem gelungen, ihn zu finden. Gut, Nakomi. Hä? Wie soll mir Nakomi hier helfen? A, B. Gut, Nakomi. Ich sehe nicht, wie Nakomi... Jo, schon recht. Ich sehe absolut nicht, wie wir hier Nakomi irgendwas sagen soll. Oder gut. Gut, schlecht, keine Ahnung. Ja, ich meine schon klar, dass das gut gemeint ist, aber... ja, ne? Ja, keine Ahnung. Huch. Darf ich bitte wieder... Darf ich bitte wieder raus? Dankeschön. Ja, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Tut mir leid. Ja gut. Dann brauchen wir hier zu uns nicht weiter umgucken. Dann würde ich sagen... Geht es weiter... in die Gegenwart. Ich will jetzt nämlich keine Zeit verschwenden mit dem guten Nakomi. Das kriegen wir schon noch hin irgendwie. So. Dann schauen wir erstmal, was wir hier jetzt alles haben. Denn hier ist jetzt ja, wie gesagt, alles wieder da. Das heißt, wir sollten auch wieder in unser Dorf können...
Und in dem Dorf weiß ich noch, da war einiges an Stuff, was wir uns anschauen wollten. Grundsätzlich, deswegen ja. Deswegen ja, das machen wir jetzt. Genau das tun wir jetzt. Jetzt gehen wir aber erstmal dahin. Das Labor steht jetzt ja auch wieder. Jetzt muss ich mich quasi erstmal wirklich genau umgucken, wo ich jetzt alles hin kann, wo ich jetzt neu hin kann. Ach so, aber dann könnte man jetzt wahrscheinlich Laborgeschichten nachholen, falls man da was verpasst hat, irgendwelche Sterne oder sonstigen Kram. Das heißt, man kann wirklich nichts in dem Spiel verpassen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Kann ich jetzt wieder rein, ja? Interessant. Ich würde hier allerdings jetzt nur sehr ungern. Ah ja, das ist ja wieder genau das Gleiche. Jetzt frage ich mich trotzdem, was passieren würde, wenn man... Aber ich glaube, wenn ich jetzt da weiterlaufe, komme ich wieder in die... komme ich wieder in den Kram da rein. Ne? Da komme ich nicht außen rum. Oder kann ich da einfach mal bis zur Waffe durchlaufen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ach so! Also, laut Map haben wir hier nichts vergessen. Okay, da passiert auch nichts mehr. Dann würde ich schon mal interessehalber bis zur Waffe laufen. Denn die müsste jetzt ja nicht mehr da sein. Ob es da dann ein Gespräch gibt oder so, was würde mich schon interessieren. Ja, nicht, dass wir wieder gegen den Boss kämpfen müssen oder so ein Quatsch. Ich will jetzt auch nicht hier speichern. Sonst kann ich den Weg wieder zurücklaufen. Dum, dum, dum. Ach so, ich könnte eigentlich... Naja. Oh, wait. Bin ich ja falsch? Ach, hier rum. Ich war schon verwirrt. So, hier war unser Bosskampf. Also da drüben gleich dann. Der war nicht nett. So gar nicht. Nee, da ist nach wie vor nichts. Wie sollte es auch sein? Nein, der ist nicht mehr da. Okay, das heißt, jetzt ist... Ja, wie? Ja, das... Okay. Das hat's gebracht. Dann gehen wir ein bisschen schneller zurück. Ich glaube, das ist schneller als zurückzulaufen. Das ist deutlich schneller als zurückzulaufen. Dankeschön. Ah, okay. Ach ja, komm, wir laufen durch. So, und jetzt weiß ich halt nicht, ob es hier diesen Bärenpass, diesen Grizzlypass, der hat hier keine Existenzberechtigung. Okay. Wir gehen gleich ins Dorf. Ich gucke erstmal, ob hier unten noch irgendwas ist. Außer natürlich da drüben der Nymphenwald, aber da ist immer alles gleich. Okay, wir gehen ins Dorf. Endlich wieder zu Hause, Fina. Dorf Nibiru. Man munkelt, dass der Anführer der Piraten von ein paar Grünschnäbeln besiegt wurde. So ein harter Kerl war er wohl doch nicht, was? Boah, hier hat alles angefangen. Ist das lange her? Über, keine Ahnung, 70 Parts? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich brauche keine großen Abenteuer. Glück bedeutet für mich, meinen Garten zu pflegen. Ja, sei froh, dass du das wieder kannst. So, und irgendwo da unten war nämlich so Eisgedönse, wo was mehr mit Velvet machen können.
Das Dorfleben langweilt mich zu Tode. Wie gern hätte ich in Zeiten der Herrschaft von Kaiser Lothair gelebt. Je, vielleicht hätte ich sogar als Lieutenant unter General Dalkin die Zauberer bekämpft. Ach, jetzt sind es schon die Zauberer. Ja, schön, hat sich ja hier einiges geändert. Das gefällt mir. Da konnte man auch damals nicht rein. Ach doch, da konnte man von hier aus rein, oder? Bin ich da? Nee, bin ich nicht. Ach, hier kann ich rein. Und hier war, genau, hier war das. Das wollte ich nämlich tun. Und dann gibt es hier eine Truhe. Und da haben wir einen Mana. Sehr schön. Fehlt noch ein Mana, oder? Wir haben eins gehabt, jetzt haben wir noch eins. Haben wir, glaube ich, zwei. Oh, wir haben auch hier Kartenspieler jetzt. Ach. Ja, wir haben zwei Mana, eins fehlt noch. Ich glaube, drei brauchen wir für Minos. Nochmal kurz hier auf den Kompass gucken, war da unten? Da drüben ist noch eine Truhe eingezeichnet. Oh. Oh, ja gut, dass ich den Kompass habe. Kann er das nicht einfach wegsäbeln? Was soll das denn? Nein, hier außenrum vielleicht. Ach so, ja gut. Von mir aus. Yay, das dürfte das letzte Oricon-Erz sein, oder? Wir hatten vier und jetzt haben wir fünf, hoffe ich, wenn ich richtig zähle. Gleich nachgucken. Ja, damit können wir uns die Rüstung bauen. Dafür müssen wir aber in die Vergangenheit zurück. Aber sehr schön, dann sind wir mit Oricon-Erzen durch. Hallo und willkommen bei Grims und Krams. Habt ihr bereits vom magischen Truhendetektor gehört? Man nennt ihn auch Grimskramsonar. Ah, ihr habt ihn gefunden. Ich bin ganz grün vor Neid. Damit solltet ihr alle Schätze der Welt finden können. Ja, richtig. In den Häusern eigentlich auch was? In den Häusern ist irgendwo eine Truhe, okay. Entschuldigung. In irgendeinem der Häuser ist eine Truhe. Sag das bloß nicht, Fina, aber ich bin ihr irgendwie neidisch. Sie ist die Tochter des Häuptlings und ist so niedlich und lebenslustig. Und dann hat sie anscheinend noch magische Kräfte. Obwohl, ihre ganze Familie ist ein bisschen komisch. Ah, und hier ist unser alter Mann, der uns gesagt hat, wo das Schwert ist. Nachdem er das Dorf gegründet hatte, heiratete Finas Großvater eine Nymphe. Doch ihr sollte kein langes Leben beschert sein. Was für eine traurige Geschichte. Sie lebt zusammen mit dem alten, in dem alten Haus. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. HF meinte auch, oder war es HF? Ich weiß es nicht. Irgendjemand war es. Dass ich bei der Klippe nochmal in allen Zeiten schauen sollte. Da habe ich wohl noch was vergessen. Das werden wir auch noch machen. Hier eine Truhe? Nein. Dieses Gasthaus wurde kurz nachdem Finas Großvater das Dorf gegründet hat eröffnet. Wir heißen alle Reisenden willkommen, die eine kleine Rast gebrauchen könnten. Erst gestern ist eine Gruppe Dämonen bei uns eingekehrt. Wir haben uns die ganze Nacht über ihre Reisen um die Welt unterhalten. Ach schön. Wie jetzt alles wieder friedlich ist. Also, hier halt, ne, mit Dämonen und so. Sind nicht mehr die Bösen. Finde ich gut. Wir stehen unmittelbar vor dem 50. Jubiläum der Niederlage der Dämonen. Ich werde beim Feuerwehr in Genua mein bestes Kleid tragen. Hilfe, der große gemeine Zauberer Margus ist mir hinterher. Ach, schön. Das ist jetzt cool, wenn man halt damals schon mit denen gesprochen hat und jetzt quasi weiß, dass sie damals noch Dämonen immer verteufelt haben und jetzt sind es die bösen Magier. Ah! Grrr, ich bin der böse Margus und kein Dämon mehr. Ich fange euch und röste euch bei lebendigem Leibe. Ach, schön. Das finde ich ja cool. Ihr habt euch also in den Wald gewagt, in den Wald gewagt. Habt ihr den Hüter gesehen? Ja, und du bist eine Kartenspielerin? Eine? Nördlich von dir liegt der alte Grimmerwald. Normalerweise ist es dort ruhig. Richtig. So, ich gehe aber mal ganz kurz raus, dass wir einfach die Gespräche speichern. Und gehe wieder rein. Dann gehen wir einmal Karten spielen, bevor wir weitermachen. Ja,
Ich denke, wir gehen erstmal auf Mana sammeln. Okay, das tut sie auch. So. 8 brauche ich für dich. Du gibst mir 2, du gibst mir 1, das macht 8. Dann gehst du einmal dahin und bam. So, und solange er nichts hinlegen kann, was mehr Schaden macht als 8, ja, hat er keine Chance. Denn dann wird nicht mal der Dalkin geschwächt. Sehr, sehr schön. Das bisschen durchschlagenden Schaden da oben, das sieht mich eigentlich gar nicht großartig. Den setzen wir definitiv, denn der hat 0. Ja, wir sammeln Mana. Ich mache mir da gerade keine großen Sorgen, dass das hier irgendwie schief gehen könnte. Bin ich ganz ehrlich. Jopp, das war's. Sehr schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Dankeschön. Hüter des Waldes. Das war jetzt dieses Wald, dieses Pilzding, ne? Glaube ich, bin mir nicht sicher. Ja, genau. Die Karte habe ich nämlich zum ersten Mal gerade gesehen. Irgendwann werde ich selbst den erstarrten Kontinent erforschen, genau wie der berühmte Forscher Largo. Aber heute ist nicht der richtige Tag dafür, ich brauche ein Nickerchen. Eine Nickerchen. Na, 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 wer hat denn da geschlampt bei den Texten im Dorf? Liebe deutsche Textleute. Sind zwar bisher nur 2 Fehler, aber mal gucken, was noch kommt. Mein Mann ist ein richtiger Träumer. Naja, ein Traumsam ist ja gut und schön. Ich sollte jetzt selbst ein bisschen träumen. Wenn ich es nicht tue, wird es niemals wahr. Schließlich leben wir hier in einem Traum. Ja, genau. Sehe ich jetzt hier irgendwo die Truhe? Nein, auch nicht. Sag mal, wo wird denn die sein? Oder zählt die zum... Nee, die zählt nicht zum Dorf. Das ist genau, das ist der Holzhacker. Hat der jetzt was anderes gesagt? Sobald ich mal frei habe, gehe ich auf Abenteuerreise. Abenteuerreise. Na gut, kann man vielleicht... Naja, aber eigentlich sind es 2 Jahre, oder? Ich glaube ja. Aber wisst ihr, ich habe alle Hände voll mit der Holzfällerei. Ja, die Truhe hier drüben haben wir schon. Da ist auch dann nichts weiter, was man mit ihm tun kann. Ich will halt zum Schluss erst mit unserem Vater reden, weil ich denke, das wird das längste Gespräch. Unserem Vater sei schon mit Finas Vater, das wäre dann er hier. Gehen wir erst noch zu dem Haus, wo wir das Schwert gefunden haben. Du bist Kartenspieler? Nein, auch nicht. Habt ihr von Nymphen gehört? Sie sind merkwürdige Geschöpfe, die jenseits der Zeit existieren. Manche Leute behaupten, dass vor langer Zeit eine Nymphe hier in der Gegend lebte. Was wohl aus ihr geworden ist? Tja. Das ist ein Geheimnis. So, jetzt muss aber in dem Haus eine Truhe sein. Ja, genau, okay. Alles klar. Ist das nicht aber sogar die Truhe, aus der wir das Schwert haben? Bin ich jetzt doof? Nee, das... Hä? Hä? Wieso ist die jetzt einfach neu da aufgeregt? Keine Ahnung. Okay, von mir aus. Jedenfalls haben wir einen weiteren Stern. Find ich gut. So, viel mehr ist hier nicht. Dann fehlt uns nur noch ein Kartenspiel. Und dann natürlich noch das Gespräch mit Finas Vater. Aber erst noch das Kartenspiel. Das ist der Typ auf der Insel. Wie kam ich denn dahin? Hier hinten im Haus durch? Nee. Oder hier? Hier kam ich durch. Du bist ein Kartenspieler. Nein, bist du. Hä, wo ist denn... Da. Ach so, Fisinas Vater selbst. Ups. Oh Mann, hier ist es so öde. Ich kann es gar nicht abwarten, dass diese Ferien zu Ende gehen und wir nach Genua zurückkehren. Ich würde viel lieber mit meinen Freunden dort spielen und mir die Geschichten vom Propheten anhören. Ja, okay, 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 okay.
Du bist Kartenspieler, natürlich. Dann spielen wir erstmal Karten. Ihr habt also mit dem Kartenspielen angefangen? Als ich noch jung war, war ich ziemlich gut. Kommt wieder, wenn eure Kollektion fast vollständig... Wie fast voll... Mir fehlen 2 oder 3 Karten, du! Okay, aber er ist der allerletzte. Das heißt, er wird der schwerste. Denn ihn kann man erst bekämpfen, wenn man alle hat. Oh boy. Ja, es fehlen 2 Karten. Okay. Er gibt mir dann die letzte Karte. Papa! Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Hä? Wovon redest du, Fina? Du hast mich doch gerade erst gesehen, kurz bevor du in den Wald gegangen bist. Ah, du hast Kura also gefunden. Schön, dass ihr euch so gut versteht. Aber wagt euch nicht so weit hinaus, sonst bekommt ihr es womöglich noch mit richtigen Fieslingen zu tun. Klar, Papa. Lieber erzähle ich ihm nichts. Er würde sich nur unnötig Sorgen machen. Okay, das war kein so langes Gespräch, wie ich erwartet hatte. Von mir aus. Dann denke ich, nächstes Mal gehen wir in den Wald. Wobei, das können wir jetzt noch machen, oder? Wir gehen jetzt noch in den Wald da oben. Ich glaube, der ist nicht so groß. Da dürfte jetzt nicht so viel Neues sein. Vielleicht eine Kiste oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal Luki Luki machen. Ich habe hier jetzt. Jetzt habe ich hier alles, ne? Bis halt auf die eine Karte, klar. Aber das ist ja Finrost. Dann ist er mein finaler Kartengegner. Wer hätte das erwartet? So, hier hat auch alles angefangen. Eine Truhe gibt es noch, siehst du, dachte ich mir. Na, dann wollen wir die mal suchen. Ich kann gleich mal Fina ausrüsten, weil ich die eh dann brauche, um hier durch diesen einen Abschnitt zu kommen. Ja, wir brauchen gar kein Geld und Kram einsammeln. Ah, das fand ich damals schon so cool, dass das hier quasi... Sehe ich die Karte schon? Ich sehe die Kiste schon. Karte sage ich schon, ja, hier. Bam. Take it, these. Allerdings XP kann ich einsammeln. Wobei ich glaube, die... Ja, das bewegt sich halt kaum. Um nicht zu sagen, gar nicht. Ach, hier. Jetzt würde mich allerdings interessieren, ob das eine Kiste ist, die ich damals schon hätte haben können. Wo ich einfach nur zu doof war. Hier ist das Spiel das erste Mal hängen geblieben bei der... What? What? By the way. Okay, da komme ich glaube ich nur von oben hin. Ich weiß es nicht. Mit? Bis? Komme ich dann nochmal jetzt nach... Kam ich da jetzt nochmal nach links? Irgendwie? Irgendwann? Ist da oben nochmal ein Weg gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie der Weg hier verlaufen ist. Ah, hier komme ich nach links. Ah, alles klar. Das heißt, wir kamen noch nicht hin. Genau das meinte ich nämlich, dass das hier mit Velvet ein paar Sachen gab. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Ha. Aha. Und wahrscheinlich ein Stern. Yep. Mana wäre auch zu schön gewesen. Zack. Okay, können wir nochmal hier hingehen. Da müsste jetzt ja der auch wieder da sein. Hier der... Genau. Das heißt, hier komme ich ja doch auch in die anderen Zeiten. Das ist ja interessant. Weil von der anderen Seite kamen wir da ja nicht mehr hin. Aber hier ist auch nichts mehr. Aber das ist ja wirklich, weil wir haben uns ja hier schon mal umgeguckt. In der Gegenwart.
Aber hier war ja nichts mehr, deswegen, ich glaube, ich kann hier weitergehen. Nicht, dass hier noch irgendjemand zum Quatschen ist oder so, das wäre doof. Aber ich glaube, nee. Ich laufe es nochmal zur Sicherheit ab. Man kommt halt von der anderen Seite nicht mehr zurück. Weil da der Baumstamm nicht... Genau, weil der Baumstamm halt... Genau, wenn man von der Seite kommt, hier zum Beispiel auch, dann kann man da nichts machen. Weil der Baumstamm da liegt. Und das geht nur in die eine Richtung. Ich gehe gleich wieder zurück. Das ist mir zu riskant, hier dann wieder nicht zurückzukommen. Aber ich wollte noch eine Sache in dem anderen Wald gucken. Also, anderer Wald ist ja falsch, aber in der anderen Zeit. Wo ist jetzt der Marilith? Hallo? Da. Kommt man jetzt hier auch in die Zukunft? Anscheinend nicht. Man kam ja direkt von der Gegenwart. Ach, guck mal. Stimmt, in der Zukunft können wir uns das Gebiet natürlich auch noch anschauen. Oh, fuck. Ja, das machen wir im nächsten Part. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das natürlich auch noch jetzt noch geht. Dann aber, was wir in dem Part noch machen, bevor ich das nämlich wirklich vergesse. Ah, okay, hier geht's nicht raus. Puh. Jetzt bräuchte man sowas wie so ein Fluchtseil, was einen einfach rausbringt. Dann kann ich das auch in der Vergangenheit machen. Falls da doch noch eine Höhle oder sowas ist. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Hier bin ich jetzt ja gerade einmal komplett abgelaufen. Dann machen wir das in der Vergangenheit. Entschuldigung, jetzt bin ich da umsonst hin und her, aber hey. Okay, da komme ich nicht rüber. Den kann ich auch nicht bewegen, oder? Nee. Weil Höhlen würden ja nicht angezeigt werden auf dem Kartenradar. Deswegen. Ich glaube, der würde auch dann nicht die Nummer anzeigen, wenn es in einem anderen Raum ist. Weil wir sowas in der Höhle, glaube ich, noch überhaupt gar nie hatten. Keine Ahnung, ist ja egal. So viel länger dauert das jetzt auch nicht. Dann bin ich wieder auf Nummer sicher beim Ablaufen hier. Hier war, glaube ich, eine Kiste damals. Oder so. Ach ja, der Hüter des Waldes war ja der Boss hier. Richtig. Das kommt mir wieder jetzt erst. Ich fand es halt nur merkwürdig, dass hier solche Minussteine tatsächlich sind. Und ich ja damals noch gar kein Minus hier hatte. Deswegen dachte ich eigentlich, dass hier irgendwas noch ist, aber... Das scheint nicht der Fall zu sein, weil... Man kommt ja hier auch... Also man kann jetzt halt... Entweder so durchgehen oder man geht halt... Ach nee. Hä, wie sind wir denn damals dann da... Ach, ich glaube, da habe ich mit dem... Habe ich das dann kaputt gerollt? Mit dem... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und hier ist jedenfalls nichts. Okay, das wollte ich gucken. Hm. Okay, oder hier eine Höhle oder sowas? Nein. Das ist so ein Zelda-Geräusch oder so. Hätte ja, ich weiß es doch nicht. Ich glaube aber, das würde man an... Es würde durch einen Riss oder so, würde das schon angedeutet werden. Weil dann möchte ich nämlich in dem Part jetzt noch die Klippe einmal ablaufen. In jeder Zeit soll ich einmal die Klippe ablaufen. Na schön. Huch. Da ist nix.
Da ist nichts. Definitiv nichts, oder? Ich meine, wenn der Radar nichts anzeigt, dann ist da auch nichts mehr. Nö. Gut, Zeit Nummer 1. Und wenn da nichts ist, dann blame HF for everything. Nee, natürlich nicht. Okay. Vielleicht übersehe ich auch wieder was. Kann natürlich auch immer passieren. Man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht so genau. So. Ach, hier, los. Zack. Gegenwart. Yo. Zack. Wieso drücke ich denn immer auf die Taste, Mensch? Was mache ich denn für einen Schwachsinn? Ja, hier ist nämlich dieses Gutnomikon nicht vorhanden. Muss mir das denn wirklich nochmal genauer angucken? Hier ist noch eine Truhe. Schau mal einer, guck. Oh, an die wäre ich, glaube ich, sogar jederzeit rangekommen. Oh, wow. Dann wird da wohl eher Pampe drin sein. Was ist das denn jetzt? Gehört das? Warte mal. Pizza ohne Käse, goldener Apfel. Ist das, gehört das zu dem Essenskram, den wir... Aber wo wollten wir das... Ach, scheiße. Die Stadt. Die Stadt ist jetzt in der Zeit hier ja auch wieder neu. Richtig, jetzt ist ja hier nicht mehr helle Panik, weil ist ja kein Loch mehr da. Okay, dann nächstes Mal das Genua der neuen Gegenwart. Danke fürs Zuschauen und tschüss.